Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist Mittwoch, der 2. September und gestern war ich einmal kurz im Action und habe ein paar Sachen gekauft. Also es ist nur ein kleiner Haul. Ich zeige euch aber auch noch, was ich im Teddy gekauft habe. Und ja, ich würde sagen, wir legen los zuerst mit Teddy. Und zwar ist so, dass mein Neffe eingeschult wird. Die wohnen in Baden-Württemberg. Das dauert noch ein bisschen, aber irgendwann demnächst. Und da möchte ich ein kleines Paket schicken. Und da habe ich einfach mal mich so ein bisschen orientiert an den Sachen, die ich für meine Tochter zum Schulstart gekauft habe. Und habe dann einfach mal geguckt, was es noch so gibt und was man holen kann. Der Teddy hat ja immer Schulsachen da und von verschiedenen Marken. Und da habe ich einmal hier so einen Spitzer geholt. Der hat auch gleichzeitig eben so ein Eimerchen dran. Das war bei uns auch Pflicht, dass wir sowas haben. Also mit Auffangbehälter. Und ich fand das halt cool, weil das hier so aussieht wie eine Biene. Und man kann hier halt die Jumbo-Stifte oder die normalen Buntstifte anspitzen. Der ist von dieser Firma und hat gekostet 2 Euro. Und weil es halt ein Junge ist in Blau. Dann habe ich einmal Wachsmalstifte mitgeholt von Staedtler. Kann man immer gebrauchen, egal ob man in die Schule geht oder nicht. Also ich habe da so ein bisschen geguckt, was man eben gebrauchen kann. Kinder malen ja gerne und die haben kostet 3 Euro. Das sind 8 Stück. Stehen noch mitgenommen und einen Schreiblernstift von Herlitz. Den hat meine Tochter auch. Sie findet den ganz cool. Ja, da sind so Smileys drauf. Und der hat 1,25 gekostet. Ist halt toll, weil der ein bisschen größer ist, ne? Halt besser für so kleine Kinderhände. Und dann habe ich ihm noch etwas zum Spielen mitgenommen. Ich weiß, er mag Autos und vor allem auch Hot Wheels. Und da habe ich dann dieses hier entdeckt. Und ich fand das total cool, weil das eben ein fahrender Toaster ist. Ein Roller Toaster. Und man kann hier hinten den Hebel betätigen. Und so wie das aussieht, flitzt dann der Toast oben raus. Ich fand das total cool. Ich bin mal gespannt, ob ihm das gefällt und wie das funktioniert. Ich hätte zwei kaufen sollen, damit wir selber sehen, wie das ist. Naja, mal gucken. Vielleicht gehe ich heute noch eins holen. Da hinten ist mal so ein Bild drauf, dass das da so funktioniert. Ich bin gespannt. Genau, dann bekommt ihr das zusammen mit einer Karte von mir in einem Paket, schön verpackt. Und ich hoffe, er freut sich darüber. Dann habe ich im Teddy noch diese hier entdeckt. 24 Sticker, so mit Einhorn. Die sind auch ein bisschen dicker, ne, wie man sehen kann. Ja, da sind hier Einhörner, Torten, Regenbogen, Wolke, Herz. Ja, so Sachen sind hier halt drin. Ich fand die ganz toll. Ich muss mal gucken. Also ich habe die nicht für mich zum Basteln geholt, sondern eigentlich für euch. Da bin ich mal am gucken, ob ich die in meinen Etsy-Shop einstelle oder ob ich die in ein Bastelpaket mitpacke. Denn wir sind, beziehungsweise ich habe jetzt über 4000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz großes Dankeschön an euch. Und da möchte ich auch ein Gewinnspiel machen und werde wahrscheinlich ein Bastelpaket verlosen. Und da könnte ich die natürlich auch mit reinpacken. Und dann habe ich noch entdeckt, diese Sticker hier, das sind 100 Stück und ich fand diese Perlen hier so toll. Für 1 Euro. Und da sind aber auch so große Cabochon-Sticker dabei. Flatback-Sticker oder wie auch immer die heißen. Ja, fand ich richtig toll und die habe ich dann auch zweimal mitgenommen. Ihr seht auch, dass die Perlensticker hier nicht gleich sind von der Farbe. Hier mal ein bisschen mehr lila, hier ein bisschen mehr grün. Aber ich fand die sehr schön und deswegen habe ich die mitgenommen.
Dann habe ich bei Amazon mir noch zwei Rundstricknadeln gekauft, denn ich bin aktuell dabei, noch ein paar Socken für meine Tochter zu stricken. Sie mag die selbst gestrickten Socken sehr. Und ich habe beim Stricken meine Nadel abgebrochen. Und habe mir deswegen die beiden hier gekauft. Also die hier habe ich nachgekauft, die 2,5 mm. Und habe mir jetzt mal noch eine in 3,5 mm dazu geholt. Die haben beide ein 100 cm langes Seil dran. Ich teste mich durch mit dem Sockenstricken. Aktuell versuche ich mich an der Zwei-Nadel-Socke von Wulpedia. Die Anleitung finde ich sehr gut. Ich muss mal gucken, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig mit der Ferse, aber sie hat das echt gut erklärt und mit der Zwei-Nadel-Socke bin ich bis jetzt ganz begeistert. Ist halt ein bisschen fummelig mit so einer kleinen Nadel, deswegen ist mir die auch abgebrochen. Aber ja, da hat eine Rundstricknadel hat um die 7 € gekostet. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Wer da Interesse hat, kann da gerne mal nachschauen. Und dann kommen wir jetzt zum Action Haul. Und zwar habe ich hier direkt beim Reingehen etwas entdeckt. Und zwar Mini-Oreo-Kekse. Da hat eine Packung 1,49 € gekostet. Ich habe zwei Stück mitgenommen. Meine Tochter mag die total gerne. Und ja, ich dachte eigentlich, da wäre so ein Superheld mit drin in der Verpackung. Da steht aber auch nichts auf Deutsch drauf. Es war auf jeden Fall keiner drin. Ich habe zwei Packungen mitgeholt und in allen beiden Packungen war keiner drin. Wie gesagt, keine Ahnung, was da drauf steht. Ich kann das nicht lesen. Völlig egal, sie schmecken auch ohne diesen Superhelden. Dann habe ich ihr eine Zahnbürste mitgenommen, ab 6 Jahren. Kinderzahnbürsten muss man ja öfter wechseln, weil die immer relativ schnell abgenutzt sind. Und die hat 83 Cent gekostet. Für mich habe ich noch zwei Kneippmasken mitgenommen. Einmal 2 in 1 Maske und Peeling mit Tote Meersalz und Macadamiaöl. Ich mag ja keine. Ich mag keine Gesichtsmasken, also Peel-off-Masken oder diese Masken, die man sich aufs Gesicht legt und dann wieder abnimmt. Mag ich überhaupt nicht. Ich mag das eigentlich lieber so wie so ein Waschgel, ne, wo man sich ins Gesicht reibt, einwirken lässt und wieder abwäscht. Finde ich viel besser. Und hier sind zwei Stück mit 8 ml. Da hat eins dann 99 Cent gekostet. Hier habe ich noch einmal die Anti-Aging-Mask mit Arganöl und Shea Butter Q10. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich denke, dass die Peel-Off-Maske, die ich falsch gekauft habe, das letzte Mal dann mit in das Paket wandern wird. Muss ich mal gucken. Ich werde auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel hier auf dem Kanal veranstalten. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das alles zeitlich schaffe. Dann habe ich mir noch einen Cardstock mitgeholt, also diesen Block. Den kennt ihr sicherlich, den gibt es ja in Bunt. Ich glaube mit Brauntönen und hier mit den weißen Tönen. Sind 24 Blatt in A4 drin. Grammatur ist 220. Und ne, wie gesagt, einmal so ein Gelb- oder Vanilleton und einmal Weiß. Auf der einen Seite mit Leinenstruktur, auf der Rückseite ist der aber glatt. Und man kann darauf auch sehr gut stempeln. Ich habe mir den zweimal mitgenommen. Der kostet 1,48 € ein Block. Ich habe ja die auch in Bunt. Da wurde im letzten Video gesagt, die wären nicht so gut. Die würden beim Basteln knicken oder reißen, die Kante. Das kann ich jetzt so nicht behaupten. Ich habe damit auch schon gebastelt und bei mir ist er noch nicht gerissen. Also ich habe damit recht gute Erfahrungen gemacht und bin auch ganz zufrieden damit. Dann habe ich mir noch ein paar Klarsichthüllen mitgeholt. Kann man immer gebrauchen.
Da sind jetzt 25 Stück drin für 54 Cent. Beim Teddy kosten 30 Stück 1 Euro. Also nehme ich sie auf jeden Fall lieber beim Action mit. Dann habe ich noch ein paar Sachen entdeckt. Also bei uns gibt es an neuen Blöcken keine großen neuen Blöcken. Die kleinen gibt es bei uns jetzt, hier diese ganz kleinen. Da finde ich aber das Papier einfach viel zu dünn. Und es gibt, glaube ich, auch die in 15 mal 15 Zentimeter, meine ich. Aber auch da finde ich das Papier zu dünn, deswegen habe ich die nicht mitgenommen. Ich habe aber auf jeden Fall eine Stanzschablone mitgenommen. Und zwar diese hier, weil die fand ich ganz toll. Die anderen gibt es auch, die habe ich aber nicht mitgeholt. Wie ihr wisst, kaufe ich jetzt nur noch das, wo ich weiß, dass ich auch damit bastel. Hier finde ich halt diese Ränder total cool. Schade, dass es die nur in quadratisch so gibt und nicht auch in rechteckig. Aber ja, ich weiß ja, dass man die auch von einer Marke bekommt und auch eben woanders dann kaufen kann. Ich glaube, 3,29 € kostet die. Nee, lasst mich überlegen. Ich muss mal schauen. 2,49 € hat die gekostet. Dann habe ich noch etwas für meine Tochter entdeckt. Für 2,99 €, also am Regal stand eigentlich 3,99 €. Aber gut, ich nehme es auch für 2,99 €. Und zwar dieses Holzkraftset. Das ist jetzt ein Set, da ist nur Holz drin, also Holzstäbchen, und damit kann man basteln. Logischerweise. Aber hier hinten sind ein paar Ideen und ich fand halt einmal das hier total cool, ne? So eine kleine Laterne, wo man sich dann selbst machen kann. Weil meine Tochter mag abends gerne so ein bisschen Licht in ihrem Kinderzimmer, wenn sie dann am Dösen ist und so am Einschlafen und so Rollo runter, so ein bisschen Licht, verschiedene Lichter an. Oder eben auch hier so ein Stiftebecher. Und sowas ist eben echt toll, wenn wir mal am Wochenende dann Zeit haben und sie nicht weiß, was sie machen soll. Und dann basteln wir auch gerne und viel. Deswegen hole ich immer gerne solche Sets mit. Ja, ich fand das eigentlich ganz cool. Hier steht jetzt aber so nicht dabei, wie viel da drin ist. Und ich könnte es ja mal aufmachen. Ich zeige euch mal, was da drin ist. Gucken wir doch einfach mal hinein. Ah ja, super. Also, ihr habt hier ein paar Wäscheklammern. Finde ich sehr gut. Kann man immer gebrauchen für irgendwas zum Basteln. Ich muss mal eben gucken, dass ich das da ausbreite. Dann haben wir hier so runde Holzköpfe, quadratische. Sowas kann man auffädeln, man kann hier Gesichter draus machen. Gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Von diesen hier haben wir 2, 6 Stück dabei. Da habt ihr ja auf der Rückseite des Kartons gesehen. Oder hier auf der Vorderseite kann man so ein Flugzeug mit basteln zum Beispiel, ne? Genau. Und dann sind hier so kleine Stäbchen dabei. Auch die kann man richtig toll verzieren. Man kann einen Zaun draus basteln. Alles Mögliche, ne? Man kann auch Klorollen verwenden und da die dann drumherum kleben und das dann als Stiftebecher benutzen. Da haben wir viermal diese Bündelchen da drin. Dann haben wir einmal hier so längliche Holzstangen mit dabei. Wir haben hier so größere Bastelhölzer oder Eisstiele, wie man das nennen mag. Und wir haben dann hier noch solche in mittelgroß. Ja, also richtig toll. Man kann damit einfach
eine Menge basteln. Man kann die ja auch anmalen mit Acrylfarbe, kolorieren. Ja, da gucken wir mal, was uns dazu alles Mögliche einfällt. Und dann habe ich noch etwas entdeckt. Eine Brotdose für unsere Tochter. Die hat auch 96 Cent gekostet. Sie hat ja grundsätzlich ein Brot oder ein Brötchen mit dabei oder Toast oder wie auch immer. Und dann immer noch irgendwas zum Knabbern. Sei es Obst, Gemüse oder auch mal ein Keks. Da sie ja in der Ganztagsschule ist. Und ich habe das letzte Mal eine Box mitgenommen, die bekommt sie aber nicht auf. Und die hier geht super leicht auf. Und das ist eben wichtig, ne? Genau, da habe ich die noch mitgenommen von Paw Patrol. Da steht sie ja auch drauf. Und dann habe ich, lasst mich einmal gucken, für 99 Cent diese Karten und Umschläge gefunden. Hier sind 10 Stück drin. Double Greeting Cards, also eine Doppelgrußkarte. Und da haben wir dann einmal in Kraft mit so richtig coolen Sternen. Schaut mal, wie das glitzert. Für 99 Cent eine Packung. Ich nutze sowas ja immer gerne, vor allem in so kleinen Größen, für Dankeskarten. Für Besteller, also diejenigen, die bei mir bestellen. Und hier sind auch die Umschläge mit dabei. Einmal in diesem bunten, fand ich total schön. Dann habe ich noch in dieser Variante, und zwar von Winnie Pooh. Ne, ihr seht es, und hier ist Tigger. Auch sehr, sehr schön. Kann man auch sehr, sehr gut für Kindergeburtstagskarten verwenden. Einfach innen rein ein Stück weißen Farbkarton reinkleben, beschriften, fertig. Oder auch als Weihnachtskarte, ne, geht das generell auch durch, als Geschenkanhänger. Dann habe ich noch die hier gefunden. Auch die schimmern hier so, sind so foliert. Von Disney Princess. Und dann zu guter Letzt noch Mickey und Minnie Maus. Genau. Und das war auch der letzte Artikel meines Einkaufs. Die nächsten Videos stehen dann auch schon in den Startlöchern. Kommen jetzt ein paar Bastelvideos auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Ansonsten abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, eine schöne restliche Woche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.